Hilfe! Das war jemand in den Brunnen gefallen. Als Minnie zurück an den Brunnen kam, war Freeman verschwunden. Mysteriös. Kartenschlange. Brunnen. Oh, weia. Ich hab da einen kleinen Verdacht. Pumpe. Wasser am Arsch. Lili, schalte das sofort ab. Vielleicht hat es ja schon geholfen. Ansonsten. Oh, oh. Was soll das? Lili, nein! Geht weg! Geht weg! Ich habe eine Allergie! Ah! Oh, oh. Oh nein! Jetzt war der tollpatschigen Lili doch glatt das Bienennest in den Brunnen gefallen. Den Bienen schien das auch wenig zu gefallen. Ihr Summen klang anders als sonst. Ja. Gut. Ihr Summen klang anders als sonst. Ja, schön. Vielleicht können wir jetzt den Schlauch von der Pumpe wegnehmen. Einen Wasserhahn. Schade. Tja, die Pumpe können wir erstmal nicht bedienen. Lili, bist du von allen guten Geistern verlassen? Schalte das sofort. Ich kann einfach nicht glauben, dass du es immer wieder schaffst, mich aufs Neue zu enttäuschen. Lili verstand nicht, was sie falsch gemacht hatte. Sie hat doch nur gepumpt. Oh. Bienennest. Lili dachte darüber nach, den Honig mit bloßen Händen aufzusammeln. Aber dann erinnerte sie sich an die Schelte, die sie neulich in der Kantine bekommen hatte. Sie brauchte einen besseren Plan. Oh, er hat den Schlüssel rausgeholt. Lili, vielen Dank für deine tolle Hilfe. Ja. Das hast du wirklich klasse gemacht. Wenn ich dir irgendwie helfen kann... Oh, du willst den Kellerschlüssel haben. Aber natürlich. Nicht. Was fällt dir überhaupt ein? Du hast mich auf die Idee gebracht, in den Brunnen zu klettern. Deinetwegen bin ich hineingefallen. Aber anstatt mir rauszuhelfen, wirst du mir ein Bienennest auf den Kopf. Und ertrinkst mich beinahe. Sieh mich an. Ich bin nass, zerstochen und von oben bis unten mit Honig vollgeschmiert. Ich weiß, alle halten dich für süß und harmlos. Aber in Wirklichkeit... Bist du eine wandelnde Katastrophe? Das mit dem Schlüssel kannst du jedenfalls vergessen. Halt dich von mir fern. Was soll das werden, Lili? Willst du mich etwa noch mehr zerstechen? Oh Mann, war so eine Idee. Ich hasse dich. Lili war kurz abgelenkt gewesen. Aber allem Anschein nach wollte Freeman ihre Sachen gar nicht haben. Wohl für den Fall, dass sie sie noch benötigte. Er war so ein guter Freund. Tja. Das hatte zwar kein... Vielleicht... Vergiss es. Egal, was du da hast. Ich will es nicht. Weil ich dich aus tief... Freeman wollte Lili ihre Sachen nicht wegnehmen. Er war so ein... Puh, vielleicht mit Hake. Bienennest. Lili wollte die Bienen nicht ärgern. Sie waren neben Edna ihre einzigen Freunde. Tja, schade. Irgendwie kommen wir dann... Wir brauchen den Honig irgendwie. Aha. Vielleicht... Oh, Schreck. Ich habe da so eine Idee, was hier mit dem Pinsel passieren wird. Honigpinsel. Termiten. Tatsächlich reagierten die Termiten sehr aufgeregt auf den Honig. Um sie wegzulocken, musste Lili nur noch eine geeignete Stelle finden, wo sie ihn hinschmieren konnte.
Lilly hätte dem Baum gerne all ihre tollen Sachen gezeigt, aber er hörte sie gar nicht. Halb so schlimm. Lilly war das gewohnt. Aha, Die Komposttonne war der ideale Platz, um die Termiten umzusiedeln. Lilly machte sich sofort ans Werk. Okay. Der Plan hatte soweit funktioniert. Vielleicht sogar etwas zu gut. Die Termiten schalten nun Lillys Honigtapsen zurück in den Innenhof. Nein, nicht! Geht weg! Von dort weht der Wind seltsame Laute zu ihr herüber. Wahrscheinlich waren das die Termiten, die sich über ihr neues Zuhause freuten. Ja, schön. Die Termiten haben ein neues Zuhause. Das ist ja großartig. Freeman war nun endgültig gegangen. Dafür hatten die Termiten auf der Bank ein neues Zuhause gefunden. Und als wäre das nicht genug Anlass zur Freude, hatte sich auch noch einer dieser lustigen Gnome, die Lilly manchmal sah, zu ihnen gesellt. Ach, schön. Endzensur-Gnome. Ja, Termiten. Schön, Kellerschlüssel. Den nehmen wir mal an uns. Jetzt können wir den Keller. Den Honig brauchen wir jetzt nicht mehr mitnehmen. Wo ist die ganzen Tapsen hier? Oh Mann. Ja, ein Bild für die Götter. Ja, wir haben jetzt einen Schlüssel. Kellertür. Die Oberin hatte strengstens verboten, im Keller zu spielen. Andererseits hatte Lilly eine Aufgabe zu erfüllen. Das stimmt. Ohne einen Spaten. Presslufthammer. Sehr gut. Ofen. Da waren schon wieder diese Stimmen, die Lilly befahlen, ihre Sachen zu verbrennen. Zu dumm, dass kein Feuer im Ofen war. Ja, Mist. Heute musste Lillys Glückstag sein. So viele neue Spielzeuge hatte sie schon lange nicht mehr gefunden. Vor allem eine Schaufel. Genau so eine konnte Lilly jetzt gut gebrauchen. Wir haben ein Wollknäuel, eine Harke, einen Presslufthammer und eine Schaufel. Gut, noch wird nichts vom Chat verdickt. Zum Schulteich. Na dann, damit können wir doch jetzt im Hintergarten die Beete umgraben. Die Termiten haben wir schon. Jetzt müssen wir noch die Beete umgraben. Dann mal die Aufgaben. Yay, du hast eine Schaufel gefunden. Ach, Lilly, du bist doch die Beste. Dann lass uns keine Zeit verlieren und den Schatz freilegen. Genau. So machten sich Edna und Lilly daran, die vermeintliche Schatzkiste auszubuddeln. Das ist mal eine Schatzkiste. So wie die aussieht, gehört die bestimmt irgendwelchen Weltraumpiraten. Na und? Na großartig. Dann waren es halt Weltraumpiraten aus dem Zweiten Weltkrieg. Wen juckt's? Viel wichtiger ist doch, dass sie uns ihren Schatz hinterlassen haben. Los, lass sie uns öffnen. Ich bin schon ganz aufgeregt. Ja, Fliegerbombe. Presslufthammer. Super, das Gerät sollte nun wirklich genug Wumms haben, um die Schatztruhe zu öffnen. Let's go. Was ist? Worauf wartest du? Weißt du nicht, wie man es benutzt? Ich bin mir nicht sicher. Ach, halb so schlimm. Wir finden etwas anderes. Ach, schade. Ich wollte doch die Fliegerbombe mit dem Presslufthammer bearbeiten. Ach. Es ist einen schönen Bums gegeben. Geschafft. Und was ist das jetzt für ein Ding? Die Weltraumpiraten müssen ein ganz schön ärmliches Leben geführt haben, wenn das ihr wertvollster Schatz war. Naja, wenigstens haben wir die tolle Truhe. Und ich hab auch schon eine Idee, was wir damit anfangen. Wir vergraben unseren einfach eigenen so den Sprengsatz ausgebaut. Warum nicht? Einfach rausgenommen. Ein Wollknäuel aus dem Strickunterricht? Wow, das ist genau das Richtige. Das Band unserer Freundschaft. Sozusagen der Faden, der uns beide verbindet. Los, rein damit.
So, jetzt müssen wir die Kiste nur wieder vergraben und... Lili! Wo ist denn dieses Girl schon wieder? Lili! Das ist die Oberin. Oh oh. Was will sie denn nun schon wieder? Wir sollten besser nachgucken, mitnehmen, bevor sie noch explodiert. Die Oberin in da muss man springen. Vorsichtig sein, weißt du? Ach, Mann. Jetzt konnte ich den Sprengsatz nicht mitnehmen. Das hat mir wieder viel zu lange gedauert. Sind jetzt endlich alle da? Freeman fehlt, Frau Oberin. Kein Wort mehr. Euer Mangel an Disziplin hat ein Maß erreicht, das ich nicht länger dulden werde. Ab sofort sind alle Spiele auf dem Klostergelände untersagt. Außerdem wird der Nachtisch bis auf Weiteres gestrichen und die Bettzeit um eine Stunde vorverlegt. Und falls ihr euch wundert, es ist das Fehlverhalten einer speziellen Mitschülerin, das mich dazu gebracht hat, diese Maßnahmen zu ergreifen. In meiner Ratlosigkeit habe ich sogar beschlossen, einen Experten zu Rate zu ziehen. Es handelt sich um einen renommierten Psychologen, der hier im Kloster Zucht und Ordnung wiederherstellen wird. Zucht und Ordnung? Die Untersuchung findet heute Abend statt. Der Doktor wird euch die Flausen ein für alle Mal austreiben. Und so viel Schreck. Kann ich euch garantieren. Das wird keine angenehme Erfahrung. Eine psychologische Untersuchung? Oh, Lilly, es geht dabei bestimmt um mich. Ich brauche dringend einen Plan. Triff mich bei den Betten. Ich werde deine Hilfe brauchen. Ja, gut. Ihr habt den Rest des Tages frei, um über eure Fehler nachzudenken. Wehe euch, wenn mir zu Ohren kommt, dass ihr neuen Unsinn anrichtet. Und, Lilly, ich erwarte dich in meinem Büro. Sofort! Ich bin sehr enttäuscht von dir, Lilly. Bist du überhaupt in der Lage, jemals etwas richtig zu machen? Kein Wort mehr. Deine ständigen Ausflüchte machen mich nur noch wütender. Das Büro der Oberin. Jetzt steh ja doch nicht so dümmlich in der Gegend herum. Ja, wird's bald? Füttere die Katze. Siehst du nicht, wie ausgemergelt Lumpi schon wieder ist? Dummes Kind! Jetzt müssen wir uns eine Topfpflanze von meiner... Katzenfutter bedienen. Eine hübsche Topfpflanze. Passt zu dem Besitzer. Futnapf. Stopp! Was tust du denn da? Schlecht, Lilly. Ganz, ganz schlecht. Du müsstest eigentlich wissen, dass Lumpi kein normales Katzenfutter ist. Aha. Aber du hast mich zum letzten Mal enttäuscht. Hier ist das Rezept für das richtige Katzenfutter. Bring es zu Doris, der Kantinenfrau. Dort stehen genaue Anweisungen, wie Lumpis Essen zubereitet werden muss. Außerdem findet Doris darauf meine Bestellung für heute Mittag. Hast du das verstanden? Aha. Und jetzt raus mit dir. Ich muss die Ankunft von Dr. Marcel vorbereiten. Seine neue Methode zur Charakterkorrektur wird mir in Zukunft hoffentlich solchen Ärger ersparen. Die Katze ist übrigens unterm Chat versteckt. Ich blende das im nächsten Stream aus. Im nächsten Stream gibt es keinen Chat mehr. Lilly fühlte sich miserabel. Vielleicht den lese ich dann einfach vor. Recht und diese Charakterkorrektur würde alle Schwierigkeiten beheben. Lilly schauderte bei dem Gedanken. Sie hatte Geschichten über Dr. Marcel gehört. Schaurige Geschichten. Sie sollte Edna von dieser Neuigkeit berichten. Ja. Dr. Marcel, sagst du? Dann hat sich meine schlimmste Befürchtung bewahrheitet. Der Doktor und ich haben noch eine alte Rechnung offen. Ich bin mir sicher, er ist meinetwegen gekommen. Lilly, ich kann nicht länger hierbleiben. Ich werde das Kloster verlassen und für eine Weile untertauchen. Die Sache hat nur einen Haken. Dieser Garrett, der hier überall rumspukt. Ich glaube, er spioniert für die Oberin. Solange er seine Nase in alles hineinsteckt, kann ich mich nicht frei bewegen. Denkst du, du findest einen Weg, ihn von mir fernzuhalten? Aha. Boah, Lilly. Du bist wirklich schwer in Ordnung. Was würde ich bloß ohne dich machen? Ich glaube, ich würde sagen, Harveys neue Augen ist die Nachgeschichte. Also die Nachgeschichte zu Edna bricht aus. Das heißt, Edna ist schon ausgebrochen und versteckt sich jetzt hier im Kloster. Interessant. Murmeln. So, Sekunde, ich mache hier mal gerade was. Chat. Ja. Haben wir das auch mal geklärt? Stickkissen, Murmeln. Ja, dann können wir alles sehen. Das ist das, also meistens ist es nicht halb so, meistens ist es nicht so schlimm, weil es halt nur diese Stimme hier verdeckt war.
Ja, die Katze von der Oberen hat es gerade sehr gut gezeigt. Die haben wir gar nicht gesehen. Deshalb, ja. Lass mal lieber so. Stickkissen. Jetzt noch.